44 Jahre nachdem Peter und sein Vater Wilhelm Rumänien verlassen haben, kommen sie in ihre alte Heimat zurück. Für Peters Vater ist es eine Reise in eine schlimme Vergangenheit, die er 1963 ganz bewusst abgestreift hat. Denn die deutsche Minderheit in Siebenbürgen wurde unterdrückt und schikaniert, als die Stalinisten an der Macht waren. So sehr, dass viele ihre Heimat und ihre Wurzeln aufgaben. Diese scheiß Vergangenheit hat mich jetzt dadurch, dass wir seit gestern hier sind, mein Langzeitgedächtnis aufgebrochen, aufgemacht. Der Reißverschluss ist aufgegangen, ja, den ich ursprünglich zugemacht habe. Und wie fühlt sich das an? Beschissen. Ist das so? Beschissen. Ich sag's dir ganz ehrlich, beschissen. Schöne Erinnerungen gibt es nur an das Privatleben. Zum Beispiel an die kleine Wohnung, in der sie damals lebten. Es waren die Jahre direkt nach dem Krieg, als Peters Eltern sich kennen und lieben gelernt haben. Nach Kriegszeit, man schaut, wir waren beide dünn. Komm, ihr habt euch geliebt. Dann ist man immer schlank. Naja, immer schlank. Immer war ich auch nicht mehr schlank. Aber das waren die Zeiten 1947. 1949 wurde dann Peter geboren. Vieles aus seiner Kindheit hat er inzwischen vergessen. Aber in einem Dorf trifft er eine Frau, die ihm bei der Spurensuche weiterhelfen kann. Eine Frau, die er damals sehr gut kannte, aber seit mehr als 40 Jahren nicht mehr gesehen hat. Weißt du es nicht? Nein. Ich bin die Ilse. Die Ilse? Jetzt müsst ihr mir noch ein bisschen was erzählen. Ich bin die Cousine von deiner Mutter. Von meiner Mutter? Von deiner Mutter. Ich habe dir Fotos mitgebracht, wo du nur so ein kleiner Steppke bist. Und so süß warst du damals. Damals wart ihr 3 oder 4 Tage bei uns. Das Gesicht. Diese Zeit damals in Siebenbürgen, sagt die Cousine, muss für Peters Mutter die glücklichste Zeit ihres Lebens gewesen sein. Schau deine Mama, wie hübsch war sie hier. Das ist deine Mama und da bin ich, das ist Onkel Emrich, der gefallen ist im Krieg. Das ist der Opa Kosenko. Das ist der Opa Kosenko. Der Kosenko war ein guter Mann, ne? Dem Opa hat Peter Maffay in gewisser Weise auch die musikalische Karriere zu verdanken. Schon als Kind nahm Opa Alex den kleinen Peter immer mit in die Oper in Kronstadt. Und hier hatte Peter auch seinen allerersten Auftritt mit einem Schülertheater. Wo wir alle da in der vorderen Reihe saßen und Bravo Peter, Bravo Peter, so ging das. Das meiste aus seinen ersten 14 Lebensjahren in Rumänien hatte Peter Maffay längst vergessen. Durch die Reise mit seinem Vater sind ihm seine Wurzeln wieder bewusster geworden. Und diese Reise hat, denke ich zumindest, einiges ausgelöst, denn sie haben dort in ihrer Heimat einiges auf den Kopf gestellt. Das ganze Dorf wird im Prinzip umgeplant mithilfe ihrer Tabaluga-Stiftung. Ist jetzt auch, glaube ich, schon wieder so weit, dass dort für Kinder was geschaffen werden kann? Ja, also diese Reise hat mein Vater und mich wieder an unsere Wurzeln zurückgebracht. Und meine Mutter lebt ja leider nicht mehr, die kann das nicht mehr miterleben. Und ist diese Vergangenheit wieder zugewachsen. Und wir haben in der Nähe von Kronstadt, einige Bilder davon haben wir gesehen, ein Dorf gefunden, in dem wir ein Pfarrhaus umgebaut haben, in welches traumatisierte Kinder in Zukunft kommen werden. Es wurde am 9. Juli eröffnet und steht jetzt für die Kinder zur Verfügung. Das ist aber nicht nur das Pfarrhaus, was Sie umgebaut haben, sondern Sie machen die ganze Region fit. Das heißt, Sie siedeln dort Handwerk an. Ja, das ist sehr, sehr großzügig, dass Sie das so formulieren. Aber ich hatte das so aufgefasst, ja. Wir versuchen, Handwerk anzusiedeln und die Infrastruktur dort wieder ein bisschen in Gang zu bringen, weil wir ohne die Gesellschaft und die Gemeinschaft im Dorf dort selber nicht überlebensfähig sind. Ja? Wir brauchen das Dorf. Und diese kleinen Dörfer, die sind zum Teil in einem fürchterlichen Zustand, weil es keine Arbeitsplätze gibt, weil die hygienischen Voraussetzungen dort katastrophal sind zum Teil. Die Leute ohne wirkliche Perspektiven leben. Und wir können nicht in einem Haus, das wir haben, so gut wie alles zur Verfügung haben, ohne an das Dorf zu denken. Also das geht nur zusammen. Und deswegen
bemühen wir uns dort, die Lebensumstände ein bisschen zu verbessern. Jetzt machen Sie ja sehr viel. Seit 2000 gibt es schon die Tabaluga-Stiftung für Kinder. Es gibt auf Mallorca diese Finca, wo sozial benachteiligte Kinder Urlaub machen. Es gibt ein Tabaluga-Schiff, jetzt auch Rumänien, was zum Teil Sie finanzieren, aber auch viele Freunde. Wie kriegen Sie das überhaupt alles zusammen? Es gibt viel mehr Menschen, die bereit sind, sich zu vernetzen, um ein gemeinsames Ziel zu verfolgen. Ich meine, ich merke das in meinem Freundeskreis, ich merke das auch, wenn wir uns darüber unterhalten, wie viele unterwegs sind, um die Möglichkeiten, die sie haben, die Plattformen, die zur Verfügung stehen, der Multiplikation, der Popularität und so weiter zu nutzen, um synergetische Konzepte zu entwickeln. Ja, jeder bringt da etwas ein in diesen Topf, wenn ich das mal so salopp sagen darf. Und daraus kann man etwas gemeinsam schaffen. Und das Schöne daran ist, dass man nicht ohnmächtig zugucken muss, sondern dass man, wenn auch in kleinen, bescheidenen Schritten, doch diesen Teufelskreis durchbrechen kann. Und das fasziniert mich. Und ich bin immer wieder stolz und froh, wenn ich auch Kollegen finde, und die ähnlich denken müssen, mehr als man glaubt. Und dieses Wort gemeinsam ist man stark, ist nicht weit hergeholt. Das existiert wirklich. Mandy engagiert sich auch mit dem Projekt Hungersnot. Also Sie nutzen auch Ihre Popularität, um andere Leute dafür zu gewinnen, was Gutes zu tun. Was tun Sie konkret? So viel mache ich noch gar nicht. Ich habe mich jetzt angefangen, darüber zu informieren. Habe jetzt erst einmal einen Videoaufruf gemacht für alle, die meine Internetseiten verfolgen, um da ein bisschen Geld zusammenzubekommen. Und bin jetzt gerade auf dem Weg, mich damit mehr zu beschäftigen und einfach mehr in dieses Thema reinzukommen. Aber ich denke, wenn man auf jeden Fall schon den Gedanken hat und was versuchen will, ist man schon mal auf einem guten Weg. Ich wünsche Ihnen, dass Sie viel Zeit haben für solche Projekte und dass viele Menschen sich die Zeit nehmen, sich Tabaluga anzuschauen, die CD zu hören und zu kaufen. Und freue mich, dass Sie die Zeit hatten heute Nachmittag. Vielen Dank. Dankeschön für die Einladung. Danke.